Servus, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enforce Tech TV in der zweiten Staffel. Mit mir heute vor der Kamera ist ein alter Bekannter, Christian. Grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Schön, dass du da bist. Christian von Elite Shooting. Bevor wir einsteigen in, warum ihr etwas ganz Besonderes anbietet, bitte erzähl uns doch mal, wie findet ihr denn die Messe? Die Enforce Tech hat nämlich 10-jähriges Jubiläum. Genau das. Wir sind das erste Mal hier auf der Messe als Aussteller und ich muss sagen, bombastisch gut, wirklich. Die haben wirklich was Phänomenales hingezaubert, jetzt mit 3 Hallen. Ja, echt groß geworden, ne? Ja. Auch über 500 Aussteller und alles, also sind wir sehr, sehr schwer beeindruckt. Und ich muss sagen, ich bin vollkommen zufrieden mit allem, dass es wirklich läuft. Habt ihr schon gute Connections gemacht, ja, auf der Messe? Auf jeden Fall, ja, auf, ne? Jeden Fall, kann man nichts anderes sagen. Ich denke, die Leute sind auch heiß, man merkt das. Christian. Für die Leute, die Elite Shooting jetzt vielleicht nicht sofort auf dem Tacho haben, was macht ihr überhaupt? Naja, also Elite Shooting ist von der Firma her so aufgebaut, dass wir, unser Kerngeschäft ist oder sind die Trainings letztendlich für Behörden, Sicherheitskräfte, auch für Sportschützen oder Jäger. Schießausbildung. Schießausbildung in erster Linie, genau. Und durch die Schießausbildung letztendlich haben wir natürlich auch so einzelne Randgebiete, die wir dann natürlich noch sag ich mal, bedienen oder die sich dann eröffnen, nenne ich das jetzt mal. Das ist ja heute eine Sache, worüber wir gleich nochmal reden werden. Wir gleich drauf ein. Genau, aber in erster Linie ganz klar die Schießausbildung. Und ich habe gesehen, in der Schießausbildung seid ihr ganz schön breit aufgestellt, weil ein Blick auf eure Webseite verrät, ihr macht, boah, CQB, Car-Shooting, ihr macht die alles, was 34A ist, Personenschutzausbildung, man hat das Gefühl, so ist all in one. Genau, egal welchen Need man hat, ihr bildet es aus. Ja, das ist richtig. Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt damit, weil auch das Konzept, was wir verfolgen und was ich gerne rüberbringen möchte, eigentlich das ist, dass wir nicht starre Programme haben, wo wir sagen, okay, derjenige wird jetzt darüber gestülpt und muss jetzt das und das und das durchlaufen, sondern wir haben Module. Okay. Das heißt also, der Anwender, Schütze, wie auch immer, sucht sich einzelne Module aus, macht eine Anfrage darauf hin und auf diese Anfrage letztendlich wird sozusagen ein Kurs erstellt. Ah. Und die Behörde bzw. dann der Anwender, mit denen gehen wir das Ganze nochmal durch und sagen, so und so und so, passt das? Ja, wunderbar. Und dann kommen wir zu der Behörde hin und dann letztendlich gibt es den Kurs, so wie er für diese Behörde, für die einzelnen Anwender sind. Weil also komplett individualisierte Pakete? Komplett, ja. Alles komplett. Bildet ihr ganz deutschlandweit aus oder europaweit? Wie seid ihr da aufgestellt? Europaweit, also wir sind nicht nur in Deutschland, wir sind jetzt auch in Tschechien, wir waren schon in Kroatien, wirklich europaweit. Wer will, kann kommen. Wir sind also gerne bereit, überall hinzufahren, weil das wirklich unsere Leidenschaft ist und unsere Berufung ist einfach so. Ihr brennt dafür. Eine Sache, die sich aus der ganzen Schießausbildung heraus, die du jetzt vollziehst, auch bei den Behörden und auch unter den Gesichtspunkten verschiedener Anwendungsaspekte, ihr habt etwas herausgefunden, wonach es einen ganz besonderen Bedarf gibt und daraus hin habt ihr sogar ein Produkt entwickelt. Genau. Ich sag mal, Zufälle waren es jetzt nicht unbedingt, sondern eher aus der Not heraus. Okay. Man muss sich jetzt vorstellen, wir kommen zu den Behörden hin und sagen, so Leute, wir wollen jetzt mal hier in der Bewegung schießen, Moving Targets und alles. Habt ihr ein Moving System bei euch oder so? Entweder hört man nein oder ja, haben wir, aber es ist kaputt. Ja, ist so, kaputt. Also so diese zwei Sachen sind meistens da. Aufgrund dessen haben wir gesagt, okay, wir entwickeln jetzt ein System, wo wir sagen, okay, das ist ein Papiersystem, Papierscheiben, womit ich sozusagen ein Moving Target nachbauen kann, ja, beziehungsweise darstellen kann. Und das System ist so aufgebaut, dass ich die mittlere Scheibe habe, ganz normal Mannscheibe, wie ich das auch dann sehe. Und nach rechts oder links hinweg dreht derjenige sich oder sind die Scheiben dann eben von der Ansicht her ein bisschen gedreht. Und wenn ich das Ganze dann nochmal kombiniere mit der Bewegung, dass ich mich selber noch bewege, habe ich so ungefähr zwischen 60% und 70% das Gefühl, wie beim FX-Szenario, ja, dass dann letztendlich tatsächlich jemand sich bewegt. Und das ist unheimlich gut angekommen. Ja, ich finde das Konzept extrem spannend, zu sagen, hey, pass auf, wir nehmen einen Stand, wie er in 90% der Fälle vorgefunden wird, also ein statischer Stand, im besten Fall noch frei begehbar, aber meistens Kugelfang in eine Richtung. Und dann sagt ihr, okay, pass auf, wir haben jetzt ein 5-teiliges Target-System gebaut, was immer besteht aus einer klassischen Scheibe in der Mitte, wo wir ein klassisches
Trefferbild vorfinden. Genau. Ne? Also die Silhouette steht breit und dann simulieren wir durch zwei Targets links oder zwei Targets rechts jeweils die Laufrichtung des Targets, genau. Entweder nach links oder nach rechts. Richtig. Und natürlich auch die immer kleiner, beziehungsweise zumindest sich die verändernde Trefferfläche. Genau. Einmal haben wir das mit reingebracht bei diesem Target. Der zweite Punkt, der uns noch wichtig war, für den man vielleicht auch noch mal mit erwähnen sollte, ist, gerade die äußeren Scheiben, rechtsrum oder linksrum, sind so aufgebaut, dass ich zum Beispiel die rechte Scheibe unheimlich gut nutzen kann für Personen, die, sage ich mal, hinter einer Hauswand sind oder sonst was. Das heißt, wenn ich die Hälfte des Targets abklebe, habe ich sozusagen nur noch, also wirklich jemand, der mit einer Waffe nur kurz hinter der Hauswand ja. herschaut. Auf der linken Seite, gerade wenn ich dann mich in der Bewegung, sage ich mal, befinde, der Klassiker, ich verreiß nach unten links. Der Klassiker. Deswegen ist das Target auch relativ weit nach rechts gesetzt. Ne? Das ja. sind so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, okay, gut, da muss man wirklich das saubere Zielen trainieren, das saubere Abdrücken, Trigger Reset und diese ganzen Punkte eben. Die Grundfertigkeiten des Schießens. Wenn ich jetzt dieses aufgebaut habe, ja. bitte erklär mir noch mal genau, auf welchem Ziel fängt die Übung an? Und wie ist die Bewegung? Starte ich einfach auf dem mittleren Target und schieße, weiß ich nicht, eine Doublette bam bam, dann auf das eins rechts eine Doublette, oder muss ich in einem durchziehen, muss ich mich selber bewegen, wie simuliere ich das am besten? Also das System ist so aufgebaut, dass ich natürlich so das machen kann, wie du gerade gesagt hast. Ich kann das ganz statisch anfangen, aber wir wollen das ja in der Bewegung machen. Wir müssen mal ehrlich sein, nichts bleibt stehen, wenn irgendwo was geschossen wird, alles bewegt sich, also jawohl. Keiner bleibt einfach stehen und sagt, so jetzt schießen wir erstmal eine Runde. Sondern statische Schießkonzepte sind veraltet. Ist es so? Macht ja. man nicht. Also das Konzept ist so, dass letztendlich ich als Trainer sagen kann, entweder geht er nach rechts oder nach links weg. Und der Schütze dann letztendlich muss dann in der Bewegung die Scheiben beschießen. Aber auch so, dass man keine Unterbrechung, nenne ich das jetzt mal, dass man also vom Schießrhythmus her wirklich sagt, man schießt Schuss, 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 Schuss. Man kann Doubletten schießen, man kann mehr drauf schießen. Ja. Das ist jedem ganz selber überlassen. Aber vom Grundsatz her muss man gucken, dass es wirklich alles in der Bewegung bleibt. Und wenn ich mich dann noch selber bewege, das ist die Krönung an der ganzen Sache, dann hat man plötzlich einen Spaß. Nicht nur Spaß, sondern plötzlich auch, kann ich mir vorstellen, einen ziemlich akkuraten Effekt, ja. wie es ist, sich auf ein bewegendes Ziel ja, zu schießen. Auf jeden Fall. Also wer das selber ausprobiert hat, ich kann es Ihnen empfehlen, probiert es aus, weil letztendlich, wenn man selber testet, alle Sachen, die wir machen, machen wir ja aus der Praxis heraus. Also die ganzen Schießtraining, das ist ja unser Kerngeschäft und das ist ja nur ein Randprodukt, was daraus gekommen ist, aber es bringt so enorm viel, also Mehrwert, dass man das wirklich einfach testen muss. Gibt es ein vergleichbares Produkt auf dem Markt? Nein. Kenne ich nicht, habe ich nicht bisher gesehen. Also ich habe viele Produkte gesehen, viele verschiedene Mannscheiben und. Aber in der Regel hat man immer wirklich gerade Leute, zwar mal mit Messer, mal ohne und. Gut, das können wir auch alles darstellen mit den Scheiben. Also wir sind nicht auf der Waffe, jetzt fixiert. Mhm. Warum wir das aber mit der Waffe gemacht haben, hat einfach den Sinn, ein Punkt unser Ausbildungskonzept, also dieses Drei-Säulen-System, was wir haben, ist Mining. Also wir wollen wirklich das Unterbewusstsein trainieren darauf, sage ich mal, auch so welche Situationen. Und für die Behörde ist ganz klar, wenn ich Schusswaffengebrauch in Einsatz bringe, muss es letztendlich wirklich angemessen sein. Und angemessen ist es nur dann, wenn ich wirklich sage, okay, jetzt hat jemand eine Waffe auf mich gerichtet. Mit einem Messer kann es sein, okay, lässt das vorher fallen, geht das nach rechts, links. Funktioniert auch alles, gar keine Frage. Aber wir wollten wirklich da korrekte Täterbilder stellen. Genau. Ne? Das Unterbewusstsein trainieren. Lustigerweise von einer Sache, die man vielleicht gerne machen möchte, aber nicht kann, das Schießen auf bewegte Ziele, weil entweder das Moving Target kaputt ist, ne, also der Seilzug kaputt ist oder einfach der Stand das nicht hergibt, zu einer zweiten Sache, die man auch oft gerne machen möchte, aber nicht kann, in der Sache aber sehr unterschiedlich ist. Wir reden über das leidige Thema Training im Regen. Und jetzt bitte. Natürlich, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Wir reden nicht über den Schützen. Wenn der Mimimi schreit, das ist uns egal. Aber wir reden über das andere Ende, nämlich das Target. Das Target. Auch das ist wieder aus einem Training heraus entstanden. Wo euch die Scheiben weggeschmolzen sind wahrscheinlich. Genau, also es hat in Strömen geregnet. Also
öfters regnet es mal im Ström, aber da hat es wirklich in Ström geregnet. Und unter den einen, oder ich sag mal so, bei den Regenschauern waren dann immer so einzelne Pausen, wo wir dann geschossen haben. Und dann eben, wenn es so richtig geregnet hat, uns mal ein bisschen zurückgezogen haben. Die Scheiben mussten aber immer neu getackert werden. Die waren total zerfallen. Abkleben ist Katastrophe. Abkleben funktioniert so gut wie nichts mehr. Aufgrund dessen haben wir gesagt, komm Leute, ich habe mir dann wirklich gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Wir machen jetzt Targets, die wasserfest sind. Wirklich 100% wasserfest, auch wenn Löcher drin sind. Auch wenn Löcher schon reingemacht wurden. Auch wenn Löcher drin sind, 100% wasserfest. Super strapazierfähig, also wirklich super strapazierfähig. Ich muss jetzt lügen, ich glaube 275 Gramm Papier, geil. Also Spezialpapier. Ja. Das Ding ist wirklich bombastisch. Ist richtig Flyer-dicke. Genau. Und ausprobieren. Auch da wieder, Leute, probiert es aus. Das hat alles seinen Sinn und Verstand, was wir da gemacht haben. Alter. Für die Leute, die jetzt sagen, verdammt, ich will das ausprobieren. Verdammt, Christian, ich möchte bei euch mal ein individualisiertes Training buchen oder ich möchte mir ein komplettes Modul von euch zusammenstellen lassen. Ich möchte die Targets ausprobieren, entweder die simulierten Bewegungstargets oder einfach das Target für, wenn das Wetter in Deutschland oder in Europa mal wieder so ist, wie es ist. Wo finden die eure Produkte, wo finden die euch? Also, finden tut ihr uns natürlich auf unserer Homepage, ne? elite-shooting.de. Okay. Da findet ihr uns auf jeden Fall. Hier jetzt, messetechnisch, sind wir in der Halle 9, Stand 604C. Okay. Da findet ihr uns hier. Und ansonsten, wie gesagt, definitiv auf unserer Internetseite kurze Anfrage machen oder kurz durchrufen, alles kein Problem. Kurzer Dienstweg finde ich immer am allerbesten. Liebe Leute, ihr habt es gehört, für alle die Leute, die jetzt sagen, verdammt, wir brauchen das, wir haben euch alles nochmal unter dem Video in der Infobox verlinkt. Christian, war schön, dich mal wieder zu sehen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mich eingeladen hast hier. War Vielen schön. Dank für eure Zeit hinter dem Bildschirm. Bitte bleibt dran, wir senden noch heute und morgen den ganzen Tag mit den neuesten Produkten von den neuesten Marken für euch live auf nforcetech.tv.